So Leute, ihr habt richtig gesehen, ein neues Video von mir. Und heute geht es mal um meine Top 10 A2 Motorräder 2021. Diese 10 Motorräder, die ich euch jetzt vorstellen werde, solltet ihr definitiv im Blick haben, wenn ihr vorhabt, ein neues A2 Motorrad zu kaufen, möglicherweise gerade noch den 125er Schein habt oder euch einfach nach einem neuen Motorrad umsucht, dann sollte das definitiv in eurem Blickfeld sein, denn das sind alle 10 richtig geile Motorräder und deswegen solltet ihr jetzt dranbleiben. Und wenn ihr ein Abo dalassen würdet, würdet ihr den Kanal kostenlos extrem unterstützen. Mich würde es auf jeden Fall extrem freuen. Und ohne lang rumzuquatschen, würde ich sagen, fangen wir direkt mit Platz 10 an. Platz 10 belegt die Kawasaki Z400. Diese Maschine bin ich selber schon gefahren und die könnt ihr euch hier oben auf dem Pop-Out-Banner, könnt ihr euch das Video nochmal anschauen. Aber bitte guckt erst das Video zu Ende. Wir haben bei der Kawasaki Z400 einen Zweizylinder mit 399 Kubik. Die Maschine leistet maximal 45 PS bei 10.000 Umdrehungen und weist dabei ein maximales Drehmoment von 38 Newtonmeter bei 8.000 Umdrehungen auf. Die Sitzhöhe liegt mit 785 mm in einem Bereich, wo eigentlich so gut wie jeder draufpassen sollte. Für mich mit 1,95 m war es wirklich ziemlich niedrig. Und Leute, die kleiner sind, werden damit mehr Spaß haben, aber selbst ich mit 1,95 m kam noch halbwegs klar. Fahrfertig wiegt die Z400 167 kg. Das ist ein gutes, mittelschweres Gewicht, nicht zu leicht, nicht zu schwer. Die Maschine bleibt trotzdem handlich und macht einfach Spaß. Mit einem Tankinhalt von 14 Litern fällt der Tank nicht übermäßig groß aus. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Z400 einen unglaublich niedrigen Verbrauch hat. Mit 3,5 Litern auf 100 Kilometer kommt ihr wirklich eine gute Strecke damit. Topspeed der Maschine liegt bei ca. 180 km/h und der Neupreis der Maschine liegt bei 5.995 Euro. Den 9. Platz bin ich auch schon selber gefahren. Das Video kam auch erst vor einigen Wochen. Und zwar handelt es sich um die Honda CBR 500R. Das Video findet ihr auch oben wieder auf dem i. Allerdings war es da noch die Vorgängermaschine und da haben sie jetzt wirklich nochmal einiges verbessert. Wir finden bei der Honda CBR 500R auch wieder einen Zweizylinder vor mit 471 Kubik, einer maximalen Leistung von 47,6 PS bei 8600 Umdrehungen und ein maximales Drehmoment von 43 Newtonmeter bei 6500 Umdrehungen. Die Maschine reißt einen nicht vom Hocker von der Leistung her, aber besticht einfach durch erstens ihre gute Optik, die schöne Ausstattung, die sie jetzt mittlerweile bekommen hat, die LED-Komplettbeleuchtung und einfach das moderne Auftreten, eine gute Optik und einen wirklich hohen Fahrspaß. Mit 785 mm ist die Maschine auch wieder ziemlich niedrig. Und ähnlich wie bei der Z400 habe ich da nur begrenzt Platz drauf gefunden. Allerdings sind die meisten Leute ja auch einfach kleiner als ich und sollten damit dementsprechend keine Probleme haben. Fahrbereit wiegt die Maschine 192 Kilogramm. Der Tankinhalt fast 17,1 Liter und bei einem Durchschnittsverbrauch von 3,5 Litern auf 100 Kilometer kommt ihr damit wirklich richtig weit. Die Maschine ist nämlich auch extrem sparsam. Honda gibt einen Topspeed von 176 km/h an und das stimmt auch in etwa. Neupreis der Maschine liegt bei 7.120 Euro. Kommen wir auch schon zu Platz 8 und damit einem Motorrad, was ich wirklich nochmal sehr gerne selber fahren möchte. Und wir sprechen dabei von der Honda CB650R. Genau dasselbe gilt auch für die CBR 650R, also die voll verkleidete Sportler-Variante. Die werde ich demnächst auch nochmal fahren. Also lasst jetzt schon mal gerne ein Like da und lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt, um diese Videos nicht zu verpassen. Da haben wir auch das erste Mal in dieser Top 10 einen Vierzylinder-Motor, der wirklich Laune macht und 649 Kubik Zentimeter Hubraum aufweist. Die Maschine passt gerade noch so in den A2-Führerschein mit ihren 95,2 PS, allerdings ruft sie die Leistung erst bei 12.000 Umdrehungen ab. Das maximale Drehmoment liegt bei 63 Newtonmetern bei 9500 Umdrehungen. Die Maschine ist jetzt auch erstmalig etwas höher mit ihren 810 mm Sitzhöhe und da sollten wirklich die meisten Leute einfach gut drauf Platz finden. Ihr sitzt schön integriert auf dem Motorrad und fühlt euch einfach direkt wohl. Fahrbereit wiegt die Maschine 203 Kilogramm. Das ist natürlich deutlich schwerer als die Zweizylinder, aber ganz im Gegensatz zu einer Z800e mit 230 Kilogramm, wie ich sie auch schon mal gefahren bin, ist das ein ganz anderes Level. Der Tankinhalt fast 15,4 Liter und bei einem Durchschnittsverbrauch von 4,9 Litern ist das wirklich ein schönes Mittelmaß. Honda gibt das Topspeed mit 197 km/h an. Neu kostet die Maschine 8.120 Euro. Kommen wir jetzt zu Platz 7 und damit einem Motorrad, das mich dieses Jahr extrem überrascht hat und wir sprechen hier von der Triumph Trident 660. Das ist das erste Motorrad, was mit dem A2-Führerschein
fahrbar ist in der neueren Zeit, das einen Dreizylindermotor aufweist. Und wie jeder weiß, habe ich mit meiner MTL9 auch einen Dreizylinder und ich bin absolut verliebt in diese Bauart und der Sound ist einfach unvergleichbar. Wie bereits erwähnt, haben wir einen Dreizylinder mit 660 Kubikzentimeter Hubraum und einer maximalen Leistung von 81 PS bei 10.250 Umdrehungen. Bei 6.250 Umdrehungen weist die Maschine ein maximales Drehmoment von 64 Newtonmeter auf. Damit liegt sie in einer ähnlichen Range wie die MTL7 und die war wirklich von unten raus ordentlich kräftig. Die Sitzhöhe beträgt 805 mm und das sollte für die meisten Leute wirklich ein gutes Maß sein. Trotz des Dreizylinders schafft es Triumph, die Maschine auf ein Gewicht von 189 Kilogramm zu drücken und das fahrfertig. Der Tankinhalt liegt nur bei 14 Liter und dabei verbraucht die Maschine im Durchschnitt ca. 4,6 Liter auf 100 Kilometer. Die Höchstgeschwindigkeit liegt ca. bei 180 km/h, da hat sie etwas das Nachsehen im Gegensatz zu den anderen Mopeds, aber das macht in der Praxis eigentlich nichts. Und der Neupreis liegt bei 7.343 Euro. Ihr könnt da noch einige Sachen nachrüsten. Ich glaube, ein Quickshifter ist tatsächlich sogar schon ab Werk verbaut, aber einige Sachen könnt ihr noch nachrüsten und dann kann der Preis auch noch steigen. Auf Platz 6 haben wir jetzt einen echten Klassiker mit der Suzuki SV650. Die Maschine wird so oder so ähnlich schon extrem lange gebaut, ist ein wirklich robustes, spaßiges Motorrad, das niemanden überfordert, aber einfach ausgewogen ist und für die meisten Leute wirklich gut passt, wenn einem die Optik zusagt. Wir haben da einen V2 Motor verbaut mit 645 Kubikzentimetern Hubraum und einer maximalen Leistung von 74 PS bei 8500 Umdrehungen. Das maximale Drehmoment liegt bei 6800 Umdrehungen mit 64 Newtonmetern an. Allerdings ist die Maschine auch wieder ziemlich niedrig mit ihren 785 mm Sitzhöhe und dafür aber besonders für kleine Fahrer geeignet. Wo die Maschine nun etwas der Konkurrenz hinterherhinkt, ist bei dem Gewicht. Sie wiegt nämlich 200 Kilogramm, ganz im Gegensatz zu der MTL7, die ich gefahren bin. Die lag bei 183 Kilogramm, also 17 Kilogramm leichter und das ist wirklich schon einiges. Der Tankinhalt beträgt 14,5 Liter und dabei hat sie einen Durchschnittsverbrauch von 4,1 Litern auf 100 Kilometer. Topspeed liegt wie bei der MTL7 auch circa bei 200 km/h und der Neupreis der Maschine beträgt 6.949 Euro. So, kommen wir auch schon zu Platz 5 und jetzt haben wir genug von der MTL07 geschwätzt und jetzt kommen wir auch endlich mal dazu. Natürlich muss sie wieder in der Top 10 Liste mit drin sein. Es ist einfach noch immer eins der besten Bikes, auch wenn mir die 2021er Version nicht so gut gefällt, aber das ist letztendlich reine Geschmackssache. Wie ihr wisst, haben wir bei der MTL07 einen Zweizylinder Crossplane Motor verbaut mit 689 Kubikzentimetern Hubraum und einer maximalen Leistung von 73,4 PS bei 8750 Umdrehungen. Euro 5 geschuldet hat sie auch minimal an Drehmoment verloren. Sie hat jetzt nur noch 67 statt 68 Newtonmetern. Allerdings liegt das jetzt schon bei 6500 Umdrehungen an. Mit einer Sitzhöhe von 805 mm sollte die Maschine für die allermeisten wirklich gut passen. Wer noch kleiner ist, kann sich die Maschine aber auch noch tiefer legen lassen. Wie bereits erwähnt, wiegt die Maschine deutlich weniger als die SV650 und jetzt nach dem Euro 5 Update bringt sie ein Gewicht von 184 Kilogramm auf die Waage. Der Tankinhalt liegt auch bei 14 Litern. Mit einem Durchschnittsverbrauch von 4,5 Litern auf 100 Kilometer kommt ihr auch eine gute Strecke damit. Topspeed der Maschine liegt bei 213 km/h, was für so ein Motorrad wirklich schon eine gute Geschwindigkeit ist. Wenn ihr euch die Maschine neu kaufen wollt, dann müsst ihr mindestens 6.999 Euro aktuell beim Händler auf den Tisch legen. Und damit kommen wir auch schon zu Platz 4. Und wer sich das Video angeschaut hat von den meistverkauften Motorrädern, das hatte ich vor einigen Wochen hochgeladen, das findet ihr hier oben auf dem i, dann habt ihr mit Sicherheit mitbekommen, dass die Kawasaki Z-Modelle extremst beliebt sind und deswegen ist auf meinem Platz 4 auch die Kawasaki Z650. Da haben wir auch wieder einen Zweizylinder verbaut mit 649 Kubikzentimetern, einer maximalen Leistung von 68 PS bei 8000 Umdrehungen und einem Drehmoment von 64 Newtonmeter bei 6700 Umdrehungen. Die Sitzhöhe liegt bei 790 mm und fahrfertig wiegt die Maschine 188 Kilogramm. Mit einem Tankinhalt von 14 Litern und einem Durchschnittsverbrauch von 4,5 Litern gibt sich die MTL07 und die Z650 überhaupt nichts. Topspeed der Maschine liegt bei 208 km/h und der Neupreis liegt mit 6.995 Euro, gerade mal 4 Euro niedriger als der der MTL07. Kommen wir jetzt auf Platz 3 zu einer Maschine, die meiner Meinung nach so gut wie keiner auf dem Schirm hat.
Möglicherweise etwas wegen dem Preis, aber da kommen wir gleich noch zu sprechen, denn die Maschine überzeugt wirklich auf ganzer Länge. Wir sprechen hier von der BMW F900R. Mit ihrem Zweizylinder und 899 Kubikzentimetern leistet die Maschine in der A2-Version 95 PS bei 8000 Umdrehungen. Mit ihren 88 Newtonmeter bei 6750 Umdrehungen ist die Maschine definitiv die druckvollste von unten raus. Die Sitzhöhe liegt bei 815 mm und da sieht man auch schon direkt, dass es ein deutscher Hersteller ist, denn die Maße sind alle etwas größer dimensioniert und dementsprechend für die Europäer besser geeignet. Lediglich beim Gewicht gönnt sich die F900 etwas mehr als die anderen, und zwar wiegt sie 211 Kilogramm fahrfertig. Der Tankinhalt liegt nur bei 13 Litern, allerdings hat sie einen Durchschnittsverbrauch von 4,2 Litern, was wirklich sparsam ist. BMW gibt die Höchstgeschwindigkeit mit 201 km/h an und die Maschine könnt ihr ab, und jetzt sage ich wirklich ab 9000 Euro bekommen, denn der Zusatzkatalog bei der Maschine ist wirklich riesengroß, da könnt ihr euch unendlich viel hinzufügen und dann steigt damit natürlich auch der Preis der Maschine. Auf Platz 2 auch wieder ein Motorrad, was ich selber schon gefahren bin, und das hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht letztes Jahr, und die Rede ist von der KTM 390 Duke. Das Video könnt ihr euch hier oben nach dem Video nochmal anschauen. Das war wirklich eine absolute Freude. Ihr steigt auf das Motorrad auf, habt einfach sofort ein absolut gutes Gefühl und seid richtig schnell mit der Maschine und sicher unterwegs, und das macht sie einfach durch das leichte Gewicht. Das kriegt sie durch ihren Einzylinder mit 373,2 Kubikzentimetern Hubraum und einer maximalen Leistung von 44 PS bei 9500 Umdrehungen. Das Drehmoment ist relativ niedrig mit 35 Newtonmeter bei 7250 Umdrehungen, jedoch macht sie das durch das geringe Gewicht wieder wett. Die Sitzhöhe bei der Maschine beträgt mit 830 mm die höchste dieser Top 10 Liste, und das macht sich beim Fahren auch wirklich bemerkbar. Ihr sitzt wirklich oben auf dem Motorrad drauf und habt dadurch einen richtig guten Überblick über die Straße und könnt das Motorrad perfekt dirigieren. Fahrbereit beträgt das Gewicht ca. 160 Kilogramm, trocken ist es glaube ich bei 149. Der Tankinhalt fast 13,4 Litern, jedoch verbraucht die Maschine auch wieder nur unschlagbare 3,5 Liter auf 100 Kilometer, was wirklich unfassbar wenig ist. Topspeed der Maschine liegt bei ca. 170 km/h. Natürlich ist das jetzt nicht so hoch wie bei den anderen Maschinen, aber auf der Maschine kann ich euch versprechen, würdet ihr auch keine 220 fahren wollen. Neupreis der KTM Duke 390 liegt in diesem Jahr bei 6050 Euro. Kommen wir auch schon zu Platz 1 dieser Top 10 Liste, und den belegt die Aprilia Tuono 660. Die Maschine hat auch einen Zweizylindermotor mit 659 Kubikzentimetern und reizt dabei die maximale Leistung von 95 PS bei 10.500 Umdrehungen aus. Das Drehmoment liegt mit 67 Newtonmetern bei 8.500 Umdrehungen genau oder ähnlich wie bei der MTW7, und das drückt wirklich von unten raus richtig gut an. Übrigens ist der Sound bei der Maschine mega mega gut. Die Sitzhöhe beträgt 820 mm, was auch für mich gut geeignet sein sollte, und deswegen bin ich auch wirklich gespannt. Ich muss die Maschine nochmal unbedingt ausprobieren. Aprilia hat es irgendwie geschafft, die Maschine auf ein fahrfertiges Gewicht von 183 Kilogramm zu bringen. Das ist sogar noch niedriger als bei der MTW7, obwohl sie mehr Verkleidung hat. Und das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, was sonst kein anderer Hersteller hinbekommen hat. Mit einem Tankinhalt von 15 Litern und einem Durchschnittsverbrauch von 4,8 Litern ist die Maschine auch gut aufgestellt. Topspeed der Maschine liegt nun auch mit Abstand am höchsten dieser kompletten Top 10 Liste bei 238 km/h, und das auf einem Naked Bike wohlbemerkt. Leider lässt sich Aprilia das auch gut bezahlen, und zwar kostet die Maschine 10.550 Euro neu, und das ist wirklich natürlich schon ein ordentlicher Batzen Geld, den nicht jeder aufwenden will und kann. So, das war's soweit mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr den Kanal kostenlos abonnieren würdet, würdet ihr mich das extrem unterstützen, und das gibt mir einfach immer extrem Motivation, wenn ich sehe, dass wir einfach wachsen und euch die Videos gefallen. Schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei, wenn ihr keinen weiteren Content von mir verpassen wollt. Und dann schaut am Dienstag, Donnerstag oder Sonntag im nächsten Video rein. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.